Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, und herzlich willkommen zur Lektion Dativ von Nomen, Deklination im Deutschen. Dativ, der dritte Fall, verwenden wir im Deutschen nach bestimmten Verben und Präpositionen. Die Kontrollfrage nach dem Dativ lautet wem. In Sätzen mit mehreren Objekten ist das Dativobjekt, auch indirektes Objekt genannt, normalerweise eine Person, für die eine Handlung bestimmt ist. Den Dativ verwenden wir im Deutschen in folgenden Fällen. Erstens, nach bestimmten Verben, wie zum Beispiel antworten, danken, folgen, gefallen, gehören, glauben, gratulieren, helfen und vieles mehr. Und zweitens, nach bestimmten Präpositionen, aus, außer, bei, dank, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu, bis zu, zufolge. Bitte schaut die folgende Tabelle aufmerksam an und merkt euch, wie die Deklination im Dativ funktioniert. Und jetzt bist du dran. Bei der nächsten Lernsequenz kannst du deine Kenntnisse üben und prüfen. Thank you.